Herzlich willkommen in der Musikstadt Dresden. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr Austragungsort des Internationalen Orgelfestivals sein werden. Dresden ist eine Musikstadt nicht nur dank zweier renommierter Orchester, der Dresdner Philharmonie und der Sächsischen Staatskapelle, sondern auch aufgrund zahlreicher Ensembles und renommierter Chöre wie dem Dresdner Kreuzchor und auch den Dresdner Musikfestspielen. Hinter mir sehen Sie gleich eine ganze Reihe von Kulturdenkmälern, die eng mit dem Konzertleben unserer Stadt verbunden sind. Das ist natürlich die Dresdner Frauenkirche, das ist der Dresdner Kulturpalast, beide verfügen über berühmte Orgeln. Die katholische Hofkirche war nicht nur die Hofkirche August des Starken, sondern sie war und ist auch ein wichtiger Konzertplatz in unserer Stadt, nicht zuletzt mit der Silbermann-Orgel. Diese Silbermann-Orgel ist die letzte der drei historischen Orgeln von Gottfried Silbermann in unserer Stadt. In der Hofkirche heute können Sie neben dem Orgelspiel natürlich auch die Dresdner Kapellknaben erleben, sowie renommierte Ensembles aus dem In- und Ausland. Die Silbermann-Orgel der Hofkirche ist etwas ganz Besonderes. Sie ist das letzte und größte Werk des Orgelbauers Gottfried Silbermann und sie wurde 1755 hier in Dresden vollendet. Silbermann erlebte aber die Fertigstellung seiner Orgel nicht mehr, weil er zwischendurch leider verstarb und seine Gesellen und seine Schüler haben dann in seinem Sinne dieses Werk vollendet. Bedeutend ist dieses Werk ferner, weil die Orgel bzw. das Pfeifenmaterial im Krieg ausgelagert wurde und somit von den Angriffen verschont wurde. Das Gehäuse verbrannte im Krieg, das stand hier in der Kirche noch, aber das ganze Pfeifenmaterial ist wirklich original von 1755. Das heißt, den Klang, den wir heute von der Orgel hören, versetzt uns wirklich in die damalige Zeit. Und für mich, ich bin erst ganz frisch hier im Amt, ich bin erst einen Monat hier der Domorganist in Dresden. Für mich ist es was ganz Besonderes, diese Orgel zu spielen. Und ich entdecke jeden Tag neue Facetten und ich freue mich, dieses besondere Instrument hier spielen zu dürfen. Johann Adolf Hasse kam aus Venedig hier nach Sachsen und war ein erfolgreicher Opernkomponist. Für Dresden, beziehungsweise hier für die Hofkirche, ist er insofern von Bedeutung, weil er für die Einweihung dieser Kirche sein Te Deum 1751 komponierte. Von ihm spiele ich heute ein kleines Instrumentalstück, ein Concerto, den Allegro-Satz, der damals für Tasteninstrumente, das konnten dann Klavier, Orgel oder Cembalo sein, komponiert wurde. Thank you.
Ich spiele die Choralbearbeitung Der am Kreuz ist meine Liebe von August Gottfried Homilius. Homilius war mit Dresden sehr verbunden, denn er war zunächst in der Frauenkirche Organist und später Kreuzkantor an der Kreuzkirche. Johann Gottlob Schneider, von dem spiele ich heute das Jubel- und Dankpräludium, und dieser Komponist wurde auch der Dresdner Orgelkönig genannt. Er wirkte an der Sophienkirche und war aber auch gleichzeitig an der Kreuzkirche und hatte auch eine katholische Verbindung zu den Kapellknaben. Und an der Sophienkirche stand auch eine Silbermann-Orgel, wie damals auch in der Frauenkirche. Und von den drei Orgeln ist diese hier in der Hofkirche, in der Kathedrale, nur noch die einzige, die übrig geblieben ist. Die anderen beiden Orgeln wurden im Krieg leider zerstört. Thank you.
Sachsen als Musikland ist nicht nur bekannt für seine Orchester und Theater, sondern auch für die Orgeln. Johann Gottfried Silbermann war einer der wichtigsten Orgelbauer im 18. Jahrhundert. Und allein in Dresden gab es 3 Silbermann-Orgeln. Eine davon in der Frauenkirche, wie Sie hinter mir sehen. Leider wurde die Silbermann-Orgel gemeinsam mit der Kirche 1945 zerstört. Und die Frauenkirche war über viele Jahrzehnte ein Mahnmal. Mit dem Wiederaufbau im Jahr 2006 wurde eine neue Orgel eingebaut, diesmal aus unserer Partnerstadt Straßburg in Frankreich von der Firma Kern. Die Frauenkirche ist heute nicht nur ein Ort des Friedens und der Begegnung, sie ist auch einer der wichtigsten Konzertsäle in unserer Stadt, in dem unter anderem die Dresdner Musikfestspiele auftreten, aber auch viele renommierte Ensemble und Chöre aus aller Welt. Ja, die Frauenkirche ist tatsächlich eine richtige Bachstätte. Johann Sebastian Bach war oft in Dresden und einmal dann auch 1736 an der gerade eingebauten Silbermann-Orgel zu Gast. Er hat sich bedankt vor einem großen Publikum, 2000 Besucher, sagt man damals, bedankt für die Verleihung des Titels Hofkompositeur. Er hat 3 Jahre lang darauf gewartet und dann war endlich der große Moment gekommen und er spielte 2 Stunden lang an dieser gerade frisch erbauten Orgel. Heutzutage erinnert noch die erhalten gebliebene Steintreppe. Die Treppe, auf der ein Organist zur Orgelempore hochgeht, um die jetzige Orgel auch spielen zu können. Und Johann Sebastian Bach tat dies auch. Und so ist es für einen jeden Organisten, der nun heutzutage an die Orgel hochgeht, ein Bach-Vermächtnis, auf dessen Spuren man wortwörtlich wandelt, um dann an der barockinspirierten Orgel heutzutage auch wiederum Bach in diesem wunderschönen Raum zu zelebrieren.
Ja, man weiß, dass Johann Sebastian Bach ein großer Fan italienischer Musik war. Er schätzte die Musik von Antonio Vivaldi. Und tatsächlich hat man in Elbflorenz, Dresden, die Musik der italienischen Mode damals gepflegt. Und Antonio Vivaldi selbst komponierte Concerti für das Orchester hier, für die Hofkapelle. Also man kann sagen, die Rezeption italienischer Musik und vor allem Musik von Antonio Vivaldi in Dresden spielte immer eine sehr große Rolle und ist durch Johann Sebastian Bach authentisch auch belegt. Und wenn man über die Musikbeziehung über Leipzig zu Dresden nachdenkt, so fällt einem immer auf, dass Dresden doch der Kristallisationspunkt war der italienischen Mode und Johann Sebastian Bach zeitlebens die Fühler hierher ausgestreckt hat und dann ja auch als Hofkompositeur für den Dresdner Hof geschrieben hat, auch italienisch inspiriert übrigens. In der Vergangenheit war es grundsätzlich üblich, dass ein Kantor oder auch ein Organist seine Werke aufschrieb, vor allem für den gottesdienstlichen Gebrauch. Wir denken an die vielen Motetten und Kantatenvertonungen.
Das war auch in Dresden so. Nicht nur Johann Sebastian Bach in Leipzig, nein, auch in Dresden komponierten Meister wie Homilius, Heinrich Schütz und so weiter und so fort Stücke für den Gottesdienst, die dann auch in der Frauenkirche zur Aufführung kamen. Ich selbst bewege mich so ein wenig in dieser Tradition und komponiere auch für meine Chöre. Und es entstand ein kleines Stück, eine kleine Motette über einen Bibelvers auf lateinischer Sprache für Papst Franziskus. Wir wurden seinerzeit von ihm nach Rom eingeladen, um gemeinsam eine Gottesdienstliturgie auszugestalten. Und für diesen Zweck habe ich dann auch ein kleines Stück komponiert, was mein Kammerchor ganz exquisit singt. Wenn wir heutzutage Dresden hören, dann gehen bei uns ja doch immer die Bilder eines barocken Dresdens auf, die Musik Johann Sebastian Bachs, die Musik auch anderer italienischer Meister, die hier gepflegt worden sind. Aber die Musikgeschichte hat auch schon weitaus berühmtere Namen hervorgebracht in der Vergangenheit. Heinrich Schütz wäre zu nennen, der wiederum in Dresden als Hofkapellmeister und Komponist lebte. Und er arbeitete und lebte in seinem Wohnhaus am Neumarkt. Er war quasi Gemeindemitglied der Frauenkirchengemeinde und wurde dann nach seinem Ableben auf dem alten Friedhof der Frauenkirche beerdigt. Als dann die barocke Frauenkirche aufgebaut wurde, auf der Fläche des Friedhofs, wurde sein Grab aufgelöst. Aber in der heutigen Frauenkirche finden wir an der Stelle, an der sein Grab sich befand, eine Gedenkplakette, sodass wir dort erinnert werden, dass Heinrich Schütz tatsächlich hier vor Ort wirkte, ganz nah. Und wir finden dann quasi zurück in die Vergangenheit vor der Barockzeit, die eben doch auch in Dresden eine große Musikgeschichte bereithält. Die Orgel an der Frauenkirche ist ein ganz hervorragend vielfältiges Instrument, was sich zum einen in dem Literaturspiel auch abbilden kann. Wir können Werke des Barock darstellen, wir können aber auch moderne Werke, Werke der Romantik darstellen. Interessant wird es dann allerdings, wenn ein Organist darauf improvisiert. Das ist eine Gabe, die ein jeder Organist mehr oder weniger gut besitzt. In der Ausbildung spielt es eine Rolle, ist ein Hauptfach. Und mein Kollege, Frauenkirchenorganist Samuel Kummer, kann die Kunst der Improvisation ganz besonders hervorragend zur Geltung bringen. Und er begeistert wöchentlich im Sonntagsgottesdienst, aber auch in Konzerten mit dieser Gabe. Und gerade diese Orgel ist für die Improvisation hervorragend geeignet.
Dresden als Musikstadt ist nicht nur Standort renommierter Orchester und Chöre, sondern Dresden ist auch Veranstalterin eines der größten Musikfestivals in Deutschland, die Dresdner Musikfestspiele. Diese können Sie alljährlich im Mai und Juni in unserer Stadt erleben. Die Musikfestspiele sind Gastgeberin renommierter Ensembles, Orchester und Künstlerinnen aus aller Welt. Und einer der wichtigsten Konzertorte im kirchlichen Raum ist die Dresdner Annenkirche, unweit des Postplatzes und des Zwingers gelegen. Nun darf ich Sie in der Dresdner Kreuzkirche begrüßen. Die Kreuzkirche ist die größte evangelische Kirche in Dresden. Und sie darf sich auch Standort der größten Orgel in unserer Stadt rühmen. Eine Orgel der Firma Jämlich, einer traditionsreichen Orgelbaufirma in Dresden. Und die Kreuzkirche ist auch einer der wichtigsten Konzertsäle unserer Stadt. Fast an jedem Wochenende ist hier der Dresdner Kreuzchor zu erleben mit den Vespern und natürlich an den kirchlichen Feiertagen mit Oratorien und Passionen. Wir befinden uns hier an einem sehr traditionsreichen Ort, was die Kirchenmusik angeht. Viele kennen natürlich die Kreuzkirche in Dresden wegen des Dresdner Kreuzchores. Es ist ja seine Heimstatt. Und der Chor ist hier seit etwa 800 Jahren beheimatet. Und die Nachrichten über die Kirchenmusik gehen tatsächlich zurück, die schriftlichen, bis in das 14. Jahrhundert. Aber nicht nur über den Chor sind schriftliche Zeugnisse erhalten aus früher Zeit, sondern auch über das Orgelspiel und über den Orgelbau beginnen hier die ersten Eintragungen im Jahre 1370. Danach hat es immer wieder eine große Tradition gegeben, vor allen Dingen die kirchenmusikalischen Vespern am Samstag. Die ziehen sich eigentlich mit großer Attraktivität doch durch alle Jahrhunderte hinweg. Zum Beispiel Gustav Merkel, von dem ich ja ein Werk spiele, muss relativ viel Aufsehen erregt haben mit seinen Orgelbeiträgen in diesen Vespern im 19. Jahrhundert. Und auch heute sind sie eigentlich immer noch nach wie vor Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern. Natürlich haben wir auch viele Orgelkonzerte mit reiner Orgelmusik hier in der Kirche und dafür mit der großen Orgel von der Firma Jämlich mit 80 Registern und über 6.300 Pfeifen. Nicht nur das größte Instrument der Landeshauptstadt, was übrigens für kurze Zeit auch einmal die größte in der DDR neu gebaute Kirchenorgel war, bevor die Zwickauer Domorgel ihr den Rang ablief mit einem Register mehr, sondern eben auch einfach ein sehr farbenreiches und wunderbar auf die Akustik der Kirche abgestimmtes Instrument. Die Stücke, die ich ausgewählt habe, haben sämtlich mit Dresden zu tun. Zwei Werke sind von Gottfried August Homilius, der zunächst Frauenkirchenorganist war und anschließend dann für viele Jahrzehnte Kreuzkantor eben an dieser Kirche. Und mit Gustav Adolf Merkel habe ich ein Werk ausgesucht, was ebenfalls eines meiner Amtsvorgänger ist. Merkel war zunächst hier an der Kreuzkirche tätig und wechselte dann an die damals katholische Hofkirche. Thank you.
Hier in Dresden sind wir in der glücklichen Lage, gleich zwei größere Orgelbauwerkstätten zu haben. Zum einen die traditionsreiche Orgelbaufirma Jämlich, die seit über 200 Jahren hier beheimatet ist. Ursprünglich haben sich mal die Vorfahren der Firma Jämlich tatsächlich wegen einer Orgelbaumaßnahme einer größeren hier in der Kreuzkirche dann in der Stadt niedergelassen, ähnlich wie das zum Beispiel in Freiberg einst Gottfried Silbermann in der Barockzeit getan hat. Und zum anderen gibt es hier in Dresden die Firma Wegscheider, die sich vor allen Dingen spezialisiert hat auf die Restaurierung barocker und frühromantischer Instrumente sowie den Nachbau in historisierender Manier. Darüber hinaus gibt es natürlich in Sachsen noch einige andere Orgelbauwerkstätten. Vor allen Dingen da wäre vielleicht noch zu nennen die Firma Eule in Bautzen, die heute immerhin noch die zweitgrößte Orgelbauwerkstatt in ganz Deutschland ist mit über 40 Mitarbeitern. Seit kurzer Zeit ist der Orgelbau und auch das Orgelspiel ja zum immateriellen Weltkulturerbe geworden, zusammen in einem Jahr mit der neapolitanischen Pizza, interessanterweise. Das ist natürlich eine wunderbare Angelegenheit, denn solch ein Welterbetitel weckt ja immer ein bestimmtes Interesse und dann gilt es natürlich auch, diese Kultur zu schützen. Ich hoffe, dass auch dieser Film seinen Beitrag dazu leisten kann.
Christus, ja, zu in Christus.